Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu LS17 Hauptfach mit den Katerol, Hallo. mit den Erna Hallo. und auch mit den Ansgar. Hallo. Hallo. Zu spät. Hast du noch einen Finger in der Nase oder was war das gerade? Ja. Nee, ich habe gerade was entdeckt, aber das. Ich habe Geld dran geschafft, Jungs, ne? Lass ich mal. Das letzte Mal. Ja, ja, das ist vielleicht lustig, wenn wir es. Muss aber ganz schön edel sein. Das ist, hast du Hanf wieder angebaut, oder was? Das auch, das könnte ich ja verkaufen. Dann können wir, ah ne, was hast du jetzt verkauft? Den Roder-Aufsatz. Also den Krautschläger für die Rüben, so ist es. Da hatten wir noch einen zu viel, habe ich mal, ne? Zu Cash gemacht. Gegönnt, so, jetzt können wir, ich brauche einen Radar. Ja, ich stecke übrigens immer noch fest. Also, wenn ihr irgendwie spannende Sachen sehen wollt, guckt bei den anderen. Bei mir guckt ja eh keiner mehr. Alle verfügbaren Kräfte bitte an die Kunststoffe. Oh, das ist schon mal schief gegangen. Was zum Kunst? Was? Wir haben so viel hier zu machen. Also, ja, ich hab da vollstes Vertrauen in euch. Ach komm. Solche Formulierungen kann ich ja leiden. Nee, das geht nicht. Schade. Oder? Doch. Oh, ich bin jetzt vom Zaun weg. Also es besteht noch Hoffnung, dass es auch diese Staffel funktioniert. Das möchte ich mir jetzt, glaube ich, doch nochmal schnell anschauen. Mal kurz hier, ja, komm zu mir und lerne, wie man das behebt, wenn man sich in so ein Schlamassel reinfährt. Von dir lerne ich immer gerne. Sonst müssen wir das für dich ja immer machen. Also, komm halt vorbei, sobald du gelernt hast, die Karte zu lesen. Ja, ja, ich komme vorbei. Bin doch mal. Ach! Sind wir fertig mit Dünger streuen? Weiß nicht, wir wollen uns gerade den Tollpatsch angucken. Ah, okay. Ganz hinten links. Alles klar, danke. Aber ist das mit zu doof. Der Tollpatsch. Geht auch nur ab und zu. Mensch, du hast dich aber auch wirklich ins letzte Eck verkrochen. Man strampelt ja ewig, bis man da ist. So. 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 Ah, da ist er ja. Wenn du mal ein bisschen rauslotsen, vielleicht einer hinten, einer vorne und dann. Also ich stand eben, war ich mit dem, jetzt nur zur Information, warum das hier so spannend war. Nein. Ich stand eben mit dem Trecker hinten in dem Stall drin und bin dieses Stück zurückgefahren. Also wenn ihr das sehen wollt, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Garderol heißt der, kennt vielleicht einige von euch gar nicht mehr. Da gibt's was? Geh mal weg! Gehst du weg? Gehst du weg, du altes! Ich lotse nur. Ich nutze ja. Nur. Ach, CNN ist auch da. Klasse, ja, CNN ist auch am Start. Macht ihr euch jetzt auch noch lustig, sag ich schon. Nützlich, oder? Nee, ich hätte gelohnt jetzt, aber war ja nicht mehr nötig. Wo ist denn der Werner jetzt überhaupt? Wo ist denn diese Station? Was ist denn da vorne los? Sandsturm? Werner, wo ist denn? CNN. Ja, ich fahr da gerade hin. Wo bist denn du? Am Hof. Ja. Genau auf der anderen Seite, wo du festgesteckt hast. Da, wo ich drüber schwebe. Momentchen, was sind hier los? Da ist gerade was drüber geflogen. Ja, das bin ich. Ich muss ja gerade das Ding wieder landen. Die haben ja nichts zu tun. Werner, ich sehe das wohl. Wann reden wir wegen einem gemeinsamen Projekt? Das ist ja nicht so. Ja, mach mal dann. Irgendwann mal. Da muss aber viel Geld auf den Tisch anstrengend. Was? Oh, da zeigt sich, der Herr Garderol zeigt sich wieder mal von seiner sympathischsten Seite. Ich hab das übrigens jetzt mal überdacht, ne? So der Herr Wagner von den Münchner Bayern. Das war auch ein klasse. Der hat sich ja jetzt auch so ein bisschen. Ich meine ja immer, dass ein konsequentes, geradliniges Auftreten bei YouTube, ohne in irgendwelche Dinge zu verfallen, immer noch der beste Weg ist. Oh. Wenn ich aber jetzt bei ihm sehe, wie schmal der Grat ist zwischen das immer propagieren und tun und wie das auch wahrgenommen werden kann. Wenn ich aus dem Projekt rausgeschmissen werde, dann werde ich irgendwann sagen, ich trete zurück vom Projekt. Und du wirst dich nie wieder für ein Projekt nominieren lassen. So. Werner, wo bist denn du jetzt? Ich habe gerade die Tür hinter mir zugemacht, ich wollte deine sein, warte. Oh, im Kuhstall. Du kannst auch in den Radlader einsteigen, wenn du möchtest. Das erklärst du jetzt aber. Ja, steige in den Radlader ein. Auf der. Ja, der ist ja nicht besetzt. Aha, da ist Randy gerade drin, ja. Jetzt hast du gefunden. So, jetzt guck ich mal, wo ich bin. Huch.
Zwischen den zwei letzten Stellen, glaube ich. Und gegenüber ist dann die Strohpelletproduktion. Ah ja, und ich habe jetzt Silage, also... Nee, das ist nicht zwischen den beiden. Das ist ja hier ganz... Ich bin ja schon wieder dran vorbei. Alter, ist das ein Stress hier. Da will man einmal entspannt LS spielen und dann... Wir hatten auch mal einen fünften Mitspieler, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Der hat die Map angeguckt und nie mehr gesehen. Ja, und der hat sich dann ausgelockt und dann wurde gefragt in den Kommentaren, wer das war. Ja. Okay, wir können das Zeug hier aber auch mit Anhänger ranschaffen, habe ich gerade festgestellt. Ja, ich komme mal vorbei. Es ist ja zwischen den beiden letzten Stellen, ne? Ja, irgendwo da. Aber wie kann man denn auf die Idee kommen, in einen Stall sowas reinzubauen, in den anderen dann was an? Ja. Also, Kreativität. Und wir brauchen... So gefragt. Nächste Frage, wofür brauchen wir vier... Was? Nochmal einen Schluck Wasser hier. Mit einem Fass. Um deine Frage vorwegzunehmen, da das eine große Karte ist, spielt man die vielleicht zu 4, zu 5, zu 6, zu 6. Ja, aber dann könnte man... Aber dann kann man ja auch 15 Höfe machen mit einem Stall und nicht einen Hof mit vier Stellen. Nörgel, nörgel, nörgel. Das kann man machen. Nur kann man auch am Jammern, weißt du? Also, ne. Jetzt bin ich mit einem falschen... Werner ist jetzt rechts von mir. Ne? Bist du noch ist, da, das oder? Das muss ich so nicht unterscheiden. Ja. So. Dann muss ich noch mal eins weiter. Ist aber auch sehr, sehr gut gemacht hier, muss man sagen. Ah! Nur am Meckern. Was? Brunftschrei war das. Das zusammen mit dem Turm von Renny von vor zwei Folgen? Dann das sind Die Faceen Remixer unter euch bitte, als Werke. Ist halt so, Garderold, so. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt mit dem... Warte. Muss ich damit jetzt rückwärts da rein, oder was? Fangen wir mal langsam an. Was hast du mit? Silage. Gut, wir sind hier bei einer Heupelletproduktion. Ach so, du zeigst mir also jetzt die Heupelletproduktion. Wo ist die für die Silage? Haben wir nicht. Ich würde an der Stelle nochmal beantragen, das in den Garderol machen, um zu nehmen. Ich rede die ganze Zeit von einer Stroh- und Heupelletproduktion. Da fährt er von dannen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Warum? Ansgar, reden wir über das neue Projekt? Rage Quit. Ich weiß nicht, welches Projekt. Randy, ich sehe leider nicht so ganz gut, wo du hier gemacht hast, deswegen gehe ich doch mal ans nächste Feld. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich jetzt hier... Da ausreden schon. Ist das alles anstrengend? Nee, ist echt so. Ich sehe es nicht. Ja, von oben halt, ne? Ich sehe es nicht. Ansgar 21, ich sehe es nicht. Ah, hier, doch. Ich glaube, ich stehe gerade genau auf der Naht hier quasi, ne? Ja, genau, du stehst direkt auf der Naht. Dann fahre ich versetzt zu dir. Alles klar. So, Chiptunes, Leute. Jetzt geht's ab hier. Und wer hat noch keine Chips noch einmal auf die Bahn? Du. Was? Du hättest Rummelsprecher werden sollen. Oh! Gut, dass einer von uns beiden fahren kann. Danke. Werner, das, möchtest du mir irgendwas damit mit? Das ist jetzt schon. Das kommt häufiger vor mit dir. Wie meinst du das jetzt? Naja, mir kam auch schon häufiger mal auf der Straße so ein Fahrzeug. So ein. Da kam mir sogar der Anhänger entgegengeflogen in der Kurve. Ach so? Ja, ja. Das verstehe ich jetzt so nicht. Ach, ich habe ein Wasserfass gefunden. So, ich pack das mal hier vorne hin, damit wir mit dem Radlader direkt hier dann wieder befüllen können, ne? Und nicht so weit fahren müssen. Randy, weißt du übrigens, wo man das Stroh fachgerecht ablagert? Stroh? Stroh, wir brauchen Stroh im Lager. Nee, nicht im Lager. Es wurde einmal exerziert mit einem kleinen Ausraster. Wir erinnern uns. Ach so, ja. Fragestellung aber keinen Sinn, wo man es fachgerecht ablagert. Doch. Das damals, einfach, Gemeinderade. Das klasse. Kleiner Hof und alles voll mit Stroh. War das klasse. Oh mein Gott. Dann kam noch der angesägte Baum. Das war die Krönung. da warst du noch nicht dabei, Garderol. Also ich glaube, wenn man nicht zugeschaut hat, hatten die zweimal wieder den Drang, ihren Namen zu tanzen. Und ja, da haben sie einfach mal so... 100.000 Liter Stroh auf so einen Scheiß aufgekippt und dann mit so einer scheiß Ballenpressmaschine. Das war auch mal lustig. Und man kam auch nicht mehr weg da. Und dann kam noch so ein anderer Witzbold aus Österreich auf die Idee, so einen Baumbille anzusägen, gegen den ich dann gefahren bin und der lag dann auch noch quer. Das war so super. Damals, ja. Ach, übrigens, habt ihr das Feedback gelesen zu dem ETS-2-Ding? Hä?
Ja, das, was wir am Freitag aufgenommen hatten. Ach so, ja. Ja, war ja größtenteils sehr lustig. Ne? Lustig, fanden ja. Die Leute auch sehr lustig, ja. Ich hab zwar mich doch ein bisschen vertan, es gab noch einen Volvo, also hätten wir Volvo genommen, der hätte 310 Iveco. PS gehabt. Iveco, Entschuldigung, ja. Glaube ich. Iveco, ne? Der hätte 310 PS gehabt, aber ja. Ganz ehrlich, wenn ich mir Werner seine Situation da angeschaut habe, ich glaube, mit nochmal 70 PS weniger wäre er gar nicht vorangekommen. Das war so traurig. Ich geh mal auftanken. Ich weil das. Mehr. Jo. Weil das wäre dann, glaube ich, auch zu krass gewesen, also zu low. Ja, ich glaube auch. Ich habe das auch angeschaut, die drei Keimer. Das war frech, wer? Das war große Frechheit. Frech? Ja. Ich habe mich schon ein bisschen geschämt, aber gut. Ja, das ist absolut zu Recht. Naja, gut. Ah, ja. Warum geht hier kein Wasser rein? Fragen über Fragen. Was denn? Was soll man das erklären? Was denn? Warum hier bei der beim Pellet Master kein Wasser reingeht? Wo bist du jetzt? Beim Pellet Master. Ich guck mal, irgendwie, kann man zu dir hinspringen oder bist du irgendwo? Ja, Liebherr Radler da. Ein Liebherr Radler, ja. So, was ist denn dein Problem? So, wir haben hier ein Fass. Wir haben hier Wasser im Fass. Was ist dein Problem? Wir haben ein Gerät, was Wasser braucht. So. So, ich habe jetzt meine Deckel aufgemacht, vielleicht hilft das, aber ich glaube nicht. Sehr gut. Eher zum Einfüllen. Ja. Was mache ich falsch? Musst du auffüllen, müsst du auftanken. Hm? Was braucht der? Was ist dein Problem? Komm her. Hier ist ein Bildschirm. Ja, du, ja, ist. Wasser 2000. Nimmt er nicht, oder was? Nee, vielleicht versuch du mal. Vielleicht hast du ein Händchen dafür. Vielleicht geht das jetzt bei mir und bei dir nicht. Dann haben wir wenigstens mal einmal einen Ausgleich hier. Warte mal. Oder gibt's wieder diese. Der hat Abkippseiten, ne? Hast gesehen. Ja, versuch, wenn das was bringt. Abkippseite. Und dann Restentleerung war das, ne? Oder die Restentleerung ist alles am Boden aus, ja. Alles schwer. Ja, warte mal, aber da hatte ich doch auch schon, als ich die Tankstelle auffüllen wollte. Was kannst ist du den hier? Trigger einschalten? Wenn ich den Trigger einschalte, dann schaltet er bei mir beim Pad was um. Also den F5 oder was? Was interessant ist, hier kann man Wassertanks bauen. Hängt das damit zusammen? Ja, warte mal, was kosten die? 10.000 haben wir nicht. Ja, Das liebe Geld. Ich wir guck brauchen mal in die Garage. Also, das ist ja wir so, ich habe den Wassertank da hinten. Hatte ich ja gekauft. Ach so. Haben wir da eventuell. Ja, warte mal, ist da eventuell noch ein Pellet Master drin? Geh mal gucken. Bleib ruhig da, beweg dich nicht, ist alles gut, ich mach das schon. Okay. Mach den Arnscroll, mach nix. Ah. Hallo. Was ist das denn? Das ist ja frech auch wieder. In der nächsten Staffel reden wir uns nochmal über Mobbing. Echt? Musst du dich aussprechen, oder was? Nein, ich finde schon, dass wir das jetzt mal lassen sollen. Der Anzahl kann sich auch ohnehin nicht wehren und dann nee, muss genau. Man hier auch draufhauen. So. Ich kann mich nicht wehren. Ich bin hier der Leidtragende. Intellektuell ja auch nicht. Nee, auch wirklich unterirdisch. Als Gymnast und so. So, jetzt alle Klischees durch. Hat der uns hier einfach unsere Wassertanks geklaut? Ja, hat er gemacht. Oh. Wo ist er nicht, Randy? Nee. Das. Wir brauchen einen Investor. Ihr vermisst du was für Koordination? Mit 1000 Euro pro Person. Hast du Wasserfässer mitgenommen? Nee, ne? Ich hab einen Düngerstreuer vorne dran. Ich wüsste nicht, was ich mit Wasser soll. Ich hab hier drei Wasserfässer hinten dran. Was soll ich denn mit Wasser? Ich trinke nur Bier. Die Notreserve also, habe ich zur Not auch noch. Da gibt's übrigens, ganz kurz, um das noch anzuschneiden, es gibt in Frankreich. Vittel oder so heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Dieses Dorf, hat Wasser, das ist so heilkräftemäßig und so sagenumwoben, keine Ahnung, was da dran ist oder nicht, aber man kennt ja die Marke. So, und da hat sich irgendwie Nestle gekrallt oder so. Ja, ja. Und jetzt muss der Bürgermeister von dem Dorf, obwohl die da Wassermengen haben, eigentlich für das Dorf auf jeden Fall ausreichend, muss jetzt Wassertanks holen aus benachbarten Dörfern, weil die da für die Bewohner jedenfalls kein Wasser mehr haben. Das ist schon ein starkes Stück, wa? Und in Frankreich, das ist jetzt nicht in Afrika oder so wo man das sonst erwarten würde. Hast du Ressentiments? Nein, aber da ist ja bekannt, dass Nestle da immer mal wütet, ne, mit solchen Sachen. Aber jetzt so in naher Umgebung, das ist schon eine andere Qualität nochmal. Ich habe die ganze Doku auch gesehen und das ist ja nicht alles, was da dieses Skandal war. Also das geht ja noch weiter, ne? Also da die Schafe
Die Schafhirten, die da für Vitell arbeiten, die dürfen ihre Schafe auch nicht mit dem Wasser tränken. Das heißt, auch die müssen dann, wenn die Schafe tränken, irgendwie 3 Kilometer, 5 Kilometer weit fahren, um die Schafe zu tränken, die eigentlich dafür da sind, um den Boden zu naturiert zu halten, ne, damit die Minerale im Wasser bleiben und so ein Quatsch. Und wenn man sich dann überlegt, dass, also liebe Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten und Entschuldigung, liebe Nestle und Mineralbrunnen und wie ihr alle heißt, also Mineralwasser zu kaufen ist das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Sowohl ökologisch, also ne, liebe gesundheitsbewusste Öko-Tussi-Frauen mit noch nicht mal Lippenstift nehmen, aber im Supermarkt Wasser kaufen, schämt euch. Also das ist wirklich... Trinkst du immer Leitungswasser? Immer Leitungswasser, ganz frisch. Oder ja, Milch oder halt irgendwelche Säfte halt. Ist auch scheiße eigentlich, ne? Aber Mineralwasser ist wirklich das Bescheuerste, was man machen kann. Ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Doku war. Ich habe das nur gelesen bei Spiegel oder so. Nee, es gab eine Doku darüber sogar. Ja, abgefüllt und abgepackt. Das ging extra so über Nestle. Gibt's bei Amazon Prime. Kannst du dir so angucken. Ist ein Paket mit drin. Da geht's um das geschäftsgeborene Nestle in Afrika und auch in den USA. Ja, aber das kenne ich ja. Das ist jetzt was Neues. Das mit Frankreich halt. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Hatte ich auch mal gelesen. Also es gibt natürlich neben Nestle noch andere Lebensmittelkonzerne, die gewaltig Dreck am Stecken haben. Wir wollen jetzt nicht nur auf einem rumhauen. Zum Ende noch Krise. Wir brauchen echt einen Investor. Ich habe jetzt meinen Düngerstreie halb voll. Nicht mal ganz voll. Halb voll. Ja. Und das Geld ist leer. Ja, der Werner hat hier wieder irgendwas gekauft, ohne abzusprechen. Also mit mir habe ich Leute, Finanzkrise. Der Hof ist bankrott. Das sind hier wieder so Selbstständigen, ne? Immer invest, invest, invest. Ja, wir müssen investieren, investieren, investieren. Einfach mal zu sagen, dass nicht mehr geht, weißt du? Das wäre das Bessere. Nicht noch andere mitreißen. Ich verkaufe jetzt einfach irgendwas. Irgendwas, was ich glaube, was wir nicht mehr brauchen. Ansgar, komm. Gib dir mal Mühe. Wir sind fertig. Vor allen Dingen, wir sind nicht bald, wir haben noch 305 Euro. Wieso haben wir zum Beispiel 2 Universal-Sattelauflieger? 2. Wieso? Weil die in der Menge billiger waren. Ach, Leute. Hallo. Also einer wird jetzt mal verkauft. Warum liegt hier eigentlich ein Gewicht und der LKW steht davor und keiner hat das Gewicht verkauft? Meine Freunde, wir sehen uns dann eventuell morgen wieder, außer sie schlagen sich jetzt gegenseitig die Köpfe ein. Ach, ich weiß, weil wir mal 2 Höfe hatten. Ja, ich verkaufe mal einen. Trotz all dem, das Werner wollte die eigentlich schon mal verkauft haben, alle Sachen. Finger weg vom Telefon, wenn hier jemand Peter Zwickert holt, gibt's Ärger. Darf ich verkaufen? Und in dem Sinne, sei mal das Gewicht kannst du mal verkaufen, es liegt mit auf der Straße rum. Gute Idee. Was nächste Woche hier alles so an Geräten fehlt. Wir können einfach jetzt nicht auf Stopp drücken. Alle Traktoren weg. Weil solange Ansgar jetzt die Finger da drüber hat, kann das noch gut werden. In dem Sinne. Ja, hallo. Heiß ich gerade wohl? Ich frag nur. Nicht vergessen, einfach im Hintergrund das Geplappel jetzt ignorieren. Euch noch einen schönen Tag. Ein Like da lassen. Interessant ist, dass er in allen auch immer der Leiseste ist. Und in dem Sinne. Tschüss. Tschüss.